Fokussiert, geschickt und blitzschnell. Torhüter Laszlo Baksa hält für seine Mannschaft jeden Ball. Und das auch im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft gegen den SV Krefeld 1972. Er kann den jungen Spielern sehr, sehr stark weiterhelfen im Spiel, in der Spielübersicht. Und auch in der Verteidigung ist er einfach ein Anker, der alle zusammenhält und zusammenbringt. Der Druck ist dieses Wochenende erhöht. Immerhin geht es um den Einzug in das Halbfinale. Wegen technischer Probleme am Schwimmbecken kann das Spiel erst 2 Stunden später starten. Die Spandauer lassen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben probiert, konzentriert zu spielen und das, was davor passiert ist, alles auszublenden. Und das ist uns eigentlich gelungen und das Spiel ist halt der Weg zum Finale. Auch Baksa bleibt fokussiert und macht es den Krefeldern nicht leicht, ein Tor zu landen. Der gebürtige Ungar wurde mit gerade einmal 8 Jahren von seinem Vater zum Wasserball überredet. Und nach einigen Trainingseinheiten war bereits klar, er hat das Talent zum Torhüter. Er lebte und trainierte in Budapest, bevor er 2013 nach Berlin kam. Seitdem hält das Ausnahmetalent für die Wasserfreunde Spandau 04 einen Ball nach dem anderen. Doch der Neustart in Berlin war für den Ungarn zunächst schwer. Eine Familie fehlt natürlich, das ist der erste und wichtigste. Ein richtiges ungarisches Restaurant fehlt. Ich mag das richtige ungarische Essen und Trinken. Um sich ein Stück Heimat nach Berlin zu holen, beschließt er 2015, einen ungarischen Feinkostladen zu eröffnen. Mittlerweile hat er den Laden übergeben, aber schlendert selbst trotzdem gerne durch die Läden der Innenstadt. Seit 10 Jahren lebt der Wasserballer nun schon in Berlin und hat hier sein zweites Zuhause gefunden. Ich fühle diese Saison richtiges wie eine Wasserballfamilie. Wir sind in der Umkleide und unsere Trainer ist auch in dieser Familie. Laszlo Baksa hat für seine Wasserballfamilie an diesem Wochenende viele Bälle gehalten. Und so konnten die Spandauer einen Endstand von 25-5 erzielen. Damit ist die Mannschaft dank ihrem fokussierten, geschickten und vor allem blitzschnellen Torhüter dem deutschen Meistertitel ein Stückchen näher gekommen.